Nein, aber es wollen auch nicht alle Männer dort Sex. Oder es wollen auch nicht alle Männer, die das ab und zu gerne haben, immer das haben. Aber was man schon muss sagen, oder der Vorteil an dieser Art Sex, oder, es kommt so ein bisschen mit einem Beigeschmack von wegen, das ist schlecht, Herr. Das ist es ja gar nicht. Weil der Vorteil an diesem Sex ist, ja, es ist schnell und es ist halt eine hohe Intensität. Also es heisst eben, so ähnlich wie zum Beispiel beim Bungee-Jump oder so, ist alles auf einmal, oder Fallschirmsprung oder was auch immer, alles auf einmal eine höhere Konzentration. Schnell. Genau, heftig, urintensiv, u viel Gefühle an einem Ort, mega stark, mega viel Empfindungen, ein Quickie. Geil! Wieso ist es so ein bisschen schlecht angehaucht? Was denkst du? Oder du hast vorhin die Einführung gemacht wegen dieser Pornogeschichte. Oder? Das ist natürlich so, die heutigen Pornos, das ist ein bisschen schade. Oder? Die sind alle so ein bisschen Mainstream, oder ganz viele sind so ein bisschen Mainstream. Es ist alles das Gleiche. Körper sehen alle ein bisschen gleich aus, Penisse sehen alle ein bisschen gleich aus. Stereotypen halt. Genau. Frauen sehen mehr oder weniger auch alle gleich aus. Blonde, lange Haare, genau. Braune, lange Haare. Und es ist so ein bisschen öd. Und wenn man als junger Erwachsener das sieht und dann eben gar keine Varianz sieht, dann hat man auch irgendwann mal die Idee, aha, es gibt nur das. Und das ist anscheinend das, was normal ist. Und richtig. Und richtig, demzufolge, genau. Weil viele müssen sich ja noch finden und orientieren. Und man sucht Vorbilder. Und Vorbilder ist das, was man sieht. Und das ist natürlich so. Dann hat man das Gefühl, das müsse so gehen. Ich kann mir vorstellen, dass man dann nachher ja, auch da in eine Gefahr hineinsäckelt, dass man dann nur noch das Gefühl hat, eben, man muss jetzt auch so ein Stereotyp werden. Und Gefahren schauen wir nach der Werbung miteinander an, sind jetzt aber, eben, wie gesagt, noch zuerst das Porno- und Hardcore-Sex-Dings miteinander ein bisschen am Anschauen. Und wenn ich sage, wir sind auch ihr daheim gemeint. Choice.ch. Gebt das ein und kommt auf einen Livestream. Kommt zu uns in die Sendung rein, kommt mit, diskutieren, was ihr für eine Meinung habt. Und wir haben auch noch ein Voting. Und zwar, auf welchen Sex stehst du? Ganz klar, Hardcore-Sex, Kuschelsex ist super. Oder beide sind okay. Also wenn ihr irgendwie irgendwo dazwischen steht, dann könnt ihr dort euch ein Vote abgeben. Und jetzt haben wir lange über Männer geredet. Jetzt wollen wir natürlich das Ganze noch von der Seite der Frauen anschauen. Jetzt, Tanja, Frauen, stehen die auf Hardcore-Pornosex? Oder könnt ihr überhaupt draufstehen? Genau, absolut. Also es gibt ganz viele Frauen, die das brauchen, hart genommen zu werden, wie man auch sagen kann. Und die wirklich erst dann viel spüren, wenn es eben eine höhere Geschwindigkeit ist und eine harte, also wie sagen wir dem, einen höheren Druck, eine höhere Intensität. Also, dass viel Kraft dahinter ist. Genau. Quasi. Jetzt ist es ja vielfach, wenn du gesagt hast, es ist so ein bisschen mit einem fahlen Beigeschmack, das ganze Porno- und Hardcore-Sex-Ding. Kann man ja auch sagen, bei den Frauen hat es so ein bisschen einen fahlen Beigeschmack. Ja, das sind einfach alles so schnell in der Schlampenschublade. Die müssen einfach schnell und hart gefickt werden, fertig. Das ist eh ein bisschen schade. Oder? Man hat eh Tendenz, von dem, was jemand gerne hat, darauf zu schliessen, was er für ein Charakter ist. Was ich in der Praxis sehe und was ich weiss, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also nicht, weil jemand auf das steht, ist er so und so ein Mensch. Das kann man einfach vergessen. Und das heisst auch Frauen, die einfach auf eine höhere Intensität stehen und vor allem so erregt werden können und zum Beispiel auf eine andere Art nicht erregt werden können. Warum sollten die andere Persönlichkeiten sein? Aber was, wenn man so wie unter dem Strich anschaut, schon so ist, das sind wenig Frauen, die dann wirklich einen Orgasmus bekommen können. Also viele Frauen brauchen vorher mehr Anlaufzeit, wie eben das Schnelle. Heisst aber nicht, dass man immer einen Orgasmus haben muss. Also auch ganz viele Frauen geniessen einen Quickie und eben so eine höhere Intensität, einfach weil die Intensität geil ist. Wie geniessen sie das? Die Männer haben dann auch sehr schnell das Gefühl, so, ja, sie sind jetzt unter Druck. Sie müssen jetzt einfach schnell kurz ihr Munige tun. Möglichst schnell, möglichst hart. Yeah. Und für die Frau ist es halt einfach so, ja, ich habe jetzt einfach mal einen Nennen. Also, wie genießt es diese Frau? Wie eine Frau genießt, ist von dieser abhängig. Also, das heisst, also ist es individuell, schlussendlich? Ist absolut individuell. Also, wenn eine Frau das geil findet, muss sie nicht etwas Spezielles machen, sondern findet sie das einfach geil. Wenn sie es nicht geil findet, muss sie etwas machen, selber,
um das zu ändern. Mhm. Also dann soll sie halt eben den Kuschelsex einfordern, wenn sie lieber Kuschelsex hat. Das ist der Punkt, den wir nachher miteinander anschauen. Jetzt haben wir aber zuerst vom Severin einen Check-Kommentar. Und zwar folgendes hat er reingeschrieben. Wie merkt man bei einer Frau, ob sie Hart- oder Kuschelsex wollen? Sollte man einfach kuschelig anfangen und wenn sie kein Geräusch gibt, härter probieren?